So, das kann jetzt nicht so schwer sein. War ja schon wieder großartig. Schon wieder verpasst, die Mausgeschwindigkeit zu ändern. Alter. Nee. Gibt natürlich nur eine Garderobe. Wie soll ich denn da jemals wieder reinkommen? Ja, sie rennt mir genau in die Arme. Ich dachte einfach drauf los. Ich muss jetzt mal kurz hier einstellen. Ach, deswegen habe ich das nicht umgestellt, wa? Es gibt einfach nichts, womit man die Mausgeschwindigkeit einstellen kann. Großartig. Na super gut. The tablet is empty. I remember that there was a charger in Ben's room. Nee. Darüber. Er kommt wieder hierher. Also Chains. Er rennt wieder auf der Stelle, ne? Großartig. Totally großartig. Und nu? Ey. Beta-Feeling und so. Was soll ich da jetzt machen? Wenn ich jetzt dahin laufe, dann kommt natürlich rausgerannt. Ja, dachte ich mir. Unser beliebter Platz unter dem Schreibtisch. Ist er jetzt stehen geblieben?
Willst du mich verarschen? Jetzt kommt er nochmal zurück. Glaube ich jetzt nicht. Ist doch schon wieder da stehen geblieben, oder? Ne, er haut ab. Okay, das ist meine Chance. Sterben. Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Ich renne noch einmal die ganze Zeit in den falschen Raum, fällt mir auf. I remember that there was a charger in Ben's room. Hier wollte ich nämlich rein. So, mir erstmal einen Zweifelsfalle. Ich hoffe ja inständig, dass er nicht hier reinkommt. Ich hätte ja wirklich gerne einen Schreibtisch, wo ich runterkriechen kann, aber hier ist auch wieder kein Schreibtisch, wo ich runterkriechen kann. Jetzt gibt mir doch das Ding. Nach Angaben eines Arztes versuchte John Bishop, Polizist, in den Krankenhausbereich des verletzten Scott zu gelangen. Dieser ist erst kürzlich aus einem Koma erwacht und hält sich nur mühsam am Leben, während er noch künstlich versorgt wird. Jegliche Traumatisierung kann ein Herzversagen oder bleibende Schäden am Nervensystem verursachen. So ist richtig. Das Wichtigste ist jetzt, das Opfer zu stabilisieren. Er kann sich an nichts des vorher Geschehenen erinnern, sagt der Oberarzt des Universitätskrankenhauses. Es stellte sich heraus, dass John Bishop die Abteilung in der Nacht betreten hat und Antworten von Scott verlangte. Nach Zeugenangaben versuchte John herauszufinden, was zur Hölle am Tag des Verbrechens passiert ist. Sam Scott verweigerte jede Antwort sowie jegliches Gespräch mit dem Polizisten. Nach Aussage der Ärzte rief dieser, während die Wachmänner den Polizisten gewaltsam aus dem Krankenhaus entfernen, ich werde zurückkommen. Das Krankenhaus will den Polizisten verklagen und verlangt seine Entlassung. Okay. Kann ich nirgends für ein Ladegerät entdecken? Schneidet mich aber auch im falschen Büro. Ich misstraue übrigens der ganzen Sache. Nämlich ein Schacht. Stimmt, gleich wieder zum Krepelvieh rausgekrabbelt kommen. Oh, das war ein Glück. Oh, war das ein Zufall? War das ein glücklicher Zufall oder was? Ich hab gedacht, man hört ihn vorher. Deswegen bin ich auch gerade mal so stehen geblieben, hab gelauscht. Ist er jetzt wieder zurückgekrabbelt? Ich traue mich nicht rauszugehen. Nachher haut er mich um.
Fällt mir gerade gar nicht. Wir sind schon mal in der Reservatenkammer, in die wir natürlich so nicht reinkommen, dachte ich mir. Warum nicht? Wir müssen wahrscheinlich eher hier rein. Oh fuck. Hier werde ich, glaube ich, irgendwas finden außer den Tod. Da ist bestimmt schon wieder das nächste Höllenvieh drin. Was soll ich denn hier finden? Das ist eine Waffe. Ja, super. Also entweder krieg ich die, was ich nicht glaube. Warum ist meine Taschenlampe aus? Hallo? Kriegt wahrscheinlich das andere Vieh noch eine Waffe in die Hand. Was soll denn die Kacke jetzt? Warum habe ich denn jetzt... Ach, hier kann ich sogar die Kameras umschalten. Ah, ich kann alle anschalten. Das ist aber interessant. Oh fuck. Das ist hier um die Ecke. Nur ist ja gut jetzt. Nee, das war nicht das. Warum? Warum zum Teufel, warum? Muss ich jetzt wirklich erstmal das Ladegerät holen? The tablet is empty. I remember that there was a charger in Ben's room. Ja, toll. Hätte ich geguckt, hier war nichts. Wie, das Vieh kommt jetzt hier rein. Ich überhaupt... Es ist gerade aus dem Schacht geklettert. Bestimmt das Büro, was verschlossen ist. Okay, jetzt ist hier gerade rausgesprungen. Mir auch echt wirklich gar nichts, das Tablet, wenn hier keine Nachtsicht ist. Jetzt also nach der Aufschrift von Ben, ja. Ah ja.
glaube, das war gerade mehr als knapp. Mann, Alter. Das ist bestimmt da, wo ich den scheiß Dietrich brauche. Geht jetzt hier gerade vor mir vorbei. Hat er mich schon wieder gehört? Oder gesehen oder was auch immer? Ach, beide. Ich weiß ja, dass mir hier nichts passieren kann. Okay, das ist jetzt gerade hier oben reingesprungen. Wo ist der andere? Der ist da hinten. Ben. The lock is broken. The pick locks from the evidence storage could solve the problem. I think I'm starting to understand where these giant toys came from. Ja, so super. They were evidence from one of the cases. That explains a lot. Fuck. Ja, natürlich. Oh Gott, war das knapp. Fuck. Oh, das war echt knapp. Oh, wo soll ich jetzt hier die Dietriche finden? Das ist jetzt die Frage, die sich mir wirklich stellt. Gut, dass hier auch wirklich eine Schachtel genau wie die andere aussieht. Bin immer noch der Meinung, dass es das falsche Beweislager ist. Bin ich blind? Ich sehe ja nichts. Zum hässlichen Teufel. Scheiße. Bitte hol mich nicht schon wieder, Alter. Ich sterbe hier mehr als alles andere. Hier ist da keine Kamera. Hör auf zu nerven, du kommst da nicht raus. Die scheiß Kamera, das scheiß Licht aus.